Attila Apa, ein toller Sieg der Mannschaft, an dir ist es halt nicht gelegen heute, weil du sagst selbst, dass du heute eher gespielt. Ja, ich habe heute nicht besonders gut gespielt, das war, ich weiß nicht, nicht so mein Tag und egal, mein Gott, es gibt gute und schlechte Tage, aber das Team hat super gespielt, Gott sei Dank. Sehr hoher Sieg mit 27:6 bringt euch jetzt in eine ziemlich gute Lage für die Playoffs, würde ich mal sagen. Ja, es sieht so aus, dass wir, wenn wir am Sonntag die Cowboys besiegen, und wir werden sie besiegen, ist der Gladiator. I know him. Also ich glaube, wenn wir die Cowboys besiegen, dann haben wir unseren Pass in den Playoffs, ja. Vielleicht sogar mit Heimvorteil. Sehr gut. Sehr gut für uns. Apropos Cowboys, du hast ja die Geschichte mitbekommen, in Klagenfurt unten gibt es, man muss ja sagen, Gott sei Dank, Bemühungen, die beiden Teams zusammenzuführen. Wollen Sie das unter der Saison machen? Es sieht so aus, als ob es für die zweite Division Entwarnung geben würde, also für euch, dass ihr nicht gegen Spieler der Falcons, also im AFL-Prim antreten wollt. Wie seht ihr die Sache, falls ihr das doch tun müsst? Ich denke, dass meine Meinung ist, dass eine Fusion ausgezeichnet wäre, denn soweit ich gehört habe, ist die Lage in Kärnten nicht ganz so blendend für American Football. Alles, was dem Football hilft, ist natürlich gut. Und wenn das während der Saison passiert, finde ich das nicht besonders fair, aber wir stehen eigentlich bereit. Also wenn da ein paar Falcons-Spieler in deren Reihen stehen, wir stehen bereit, können kommen. Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt bei den Gladiators Matches an und für sich nicht so viele Zuschauer wie heute. Waren das vielleicht irgendwelche Leute, die ihr mitgenommen habt? Könnte es sein, dass es sich da drüben um Ungarn gehandelt hat? Ja, ich glaube, man konnte aber auch hören bei den Touchdowns vor allem, wenn es Jubel gab, das war schon ziemlich viel. Also. Heißt das jetzt, ihr exportiert auch euren Fans? Das haben wir schon immer gemacht. Bei unserem allerersten Spiel in Fisherman zum Beispiel, oder in Goes war das damals, da waren auch 200-300 Ungarn dabei. Also, okay, wir haben Gott sei Dank ein gutes Publikum. Wer mir heute abgeht, ist ganz klar. Die Chefchen. Warum sind die nicht dabei? Du hast gesagt, die sind bei allen Heimmatches dabei. Das war für mich ein Heimmatch. Ach so. Ja, ganz richtig. Bei allen Heimmatches dabei. Aber also das heißt am 15.05. wieder. Am 15. Mai, genau. Und wir warten auf alle Fans aus Österreich. Dann machen wir eine schöne Show. Attila, dann danke schön und wünsche Ihnen eine schöne Heimfahrt. Dankeschön. Danke. Hier haben wir Laszlo Bacsuk, Quarterback der Budapest Wolves, und heute mit zwei Sneak-Touchdowns hier im Spiel wichtige Punkte erzielt. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht verlaufen, vor allem in Hälfte 2, wo ihr stark aufgekommen seid? Wir haben wohl das Match der Inzeit früher gemacht, wie viel Idee bei einem Rekord, wie hat es schon gemacht. Ugye, in der zweiten Halbzeit konnten wir viel besser spielen. A Gladiators pedig addigra úgy értem, hogy teljesen elkezdtek. Und die Gladiators haben wahrscheinlich ein bisschen die Luft rausgelassen in der zweiten Halbzeit, einfach auch weil sie Spiele haben. És nem tudták lereagálni támadásra. Und sie konnten nicht mehr so schnell auf unsere Angriffe reagieren. A védők pedig teljesen lezárták a passzolási lehetőségeinket. És betörték a lukat. Hat die Möglichkeit auf Passspiel vollkommen abgeblockt, also sie hatten wirklich nicht mehr die Chance. Was erwartet der Quarterback der Budapest Wolves am 15. Mai gegen die Cowboys? A budapesti parkosok irányítója, azaz te mit vársz el vasárnap a meccstől a Cowboys ellen? Csak a győzelem. Nurinzik. És a győzelmen túl egy megalázó győzelmet azért a defense és offense munkáért, amit kihapasztaltunk. Ez nem az, hogy sagen wird, aber will einen erniedrigenden Sieg. Túllépte a sportszerűség határa. Denn was die gegen uns gemacht haben in Klagenfurt, hat ebenfalls so ziemlich viele sportliche Sachen überschritten, vor allem was die Cutblocks betrifft. Das heißt, der Sieg erniedrigt. Ich denke, ich habe jetzt einiges gelernt, was Ungarisch betrifft. Und danke für das Interview. Danke. Hier haben wir den Andi Meier, Golflehrer Andreas Meier, muss man fast sagen, heute wieder schon in Golfmontur, wie man sieht. Ich habe nichts zu tun. Du hast halt nur zu tun. Das Match ist nicht ganz, glaube ich, zu eurer Zufriedenheit verlaufen. Was ist schief gelaufen, deiner Sicht? Es ist uns, glaube ich, ähnlich gegangen wie die Knights, obwohl wir das Spiel nicht gesehen haben. Wir haben drei Viertel lang super gegengehalten. Von dem letzten Viertel drei Schlüsselpositionen sind uns ausgefallen beim ganzen Roster in der zweiten Division. Und wir haben einfach konditionell immer mitgehalten, wenn zu viele Leute mit Offense und Defense spielen müssen. Obwohl es dann frisch, zu viel Eigenfehler, zu viel Nervosität. Wir
haben dann auch mehr Risiko spielen müssen, wenn man zwei Touchdowns hinten ist. Da kommen die Interceptions dazu. Und Wolves haben eigentlich fehlerlos gespielt. Wir haben sehr, sehr gut gespielt, die Wolves das erste Jahr der Liga sind. Ja, da gibt es die Saison dadurch beendet. Ja, für uns ist die offizielle Meisterschaft beendet. Wir spielen jetzt, machen jetzt eineinhalb Monate lang circa Pause. Wir werden dann noch ein paar Freundschaftsspiele versuchen zu haben im Herbst. Wir haben jetzt einige Rookies dazu gekriegt. Auch durch die Spielheit. Nachher sind 16 Leinkommer, die unbedingt spielen können bei uns, die Spaß noch dazu haben, die gerne mitmachen würden. Wir werden sie versuchen, im Herbst einzufinden und bereiten uns über den Winter auf die nächste Saison vor. Bill Murwitz wieder nach Wien kommen, nach Wien kommen soll ich natürlich hier runter, wo immer hinkommen, wo immer ihr spielt, weil genau. Güssinger seid ihr ja keine mehr. Wir sind keine Güssinger, vielleicht sind wir Rudersdorf, wir werden verhandeln. Ich habe gehört, unter Umständen könnt ihr auch vielleicht Oberwarter mal werden. Uns wäre alles recht, was in der Nähe von einer großen Stadt liegt, dass wir Zuschauer kriegen, weil ich weiß, dass das Budget sehr wichtig ist. Die Infrastruktur hier und auch das Ambiente, Stadion passt aber ganz gut, glaube ich. Uns freut es hier am besten, wo wir bis jetzt gespielt haben. Das ist sicher die beste Facility. Wir haben als Großstädte Jennersdorf, Fürstenfeld, Oberwart und Feldbach in der Nähe, wo man Großstädte sagen kann. Aber es ist in der Gegend natürlich vom Einzelnen der ideale Organisation, oder dass wir so viele Zuschauer gehabt haben an einer Mutterdorf und uns eigentlich alle prophezeit haben, dass man keine 200 Leute haben können. Wobei jetzt sagen wir, wie es aufgefallen, dass ein Teil vom Publikum nicht einheimisch war. Es waren einige Ungarn mit, natürlich, macht aber nichts, jetzt sollen genauso eintritt, konsumieren auch und alles recht. Okay, Andi, wirklich viel Glück für die Offseason und dass wir im nächsten Jahr vielleicht die Playoffs wieder erreichen können. Walter, du hörst davon. Danke.